Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wie ihr es euch gewünscht habt, nehme ich natürlich auch an der Streamer-Challenge teil. Tag 1 ist auf jeden Fall schon mal gelaufen und unser Hauptbestandteil war hier auf Interchange. Wir müssen Scavs töten mit einem SMG, um doppelte Punktzahl zu bekommen, Killer töten, Streamer-Items looten und surviven dabei, also extracten, genauso aber auch Bitcoins, Grafikkarten und so weiter. Man konnte durch vielerlei Dinge Punkte sammeln. Ich habe für mich entschieden an dieser Stelle, dass ich das hauptsächlich durch die Scav-Kills mache, da das Extracten für mich, wie ihr in den Raids sehen werdet, doch sehr, sehr schwierig geworden ist. Und da ich natürlich auch weiß, dass nicht alle von euch die Zeit haben, sich da den ganzen Stream jedes Mal zu geben oder genau dann online zu sein, habe ich hier die Raids einmal in voller Länge aneinander geheftet, sodass ihr euch die Raids einmal gönnen könnt. Und wie ihr wisst, ich muss nebenher noch arbeiten. Deswegen wundert euch bitte nicht, ich komme tatsächlich immer täglich nur ungefähr 4 Stunden dazu, diese Challenge zu absolvieren. Ich versuche natürlich in dieser Zeit möglichst viele Punkte abzugreifen und natürlich auch Spaß zu haben an dem Ganzen. Das war es jetzt aber auch schon wieder mit meinem Gebabbel. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Raids weiterhin bei der Streamer-Challenge. Würde mich freuen, wenn ihr auch natürlich auch im Stream vorbeischaut live. Ansonsten, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. So, erste Runde. Hier geht's schon gut ab. Ja, hier rechts, sage ich doch, hier rechts ist schon was los. Okay, wir gehen doch mal unten weiter. Gavarino oder Spieler? Mit der Taschenlampe. Weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Okay, ich glaube, das war leider ein PMC. PMC bringt mir nicht wirklich Punkte. Über mir ist jemand am Looten. Ich weiß nicht, ob der alleine war, ey. Ja.
Gav. Level 17 Player. Okay, er hat einen Jam. Swoops. Level 17. Sorry, Essen können wir vielleicht gebrauchen, trinken auch. Gut. Weiter hinten in Scav gehört. Aber ich glaube, das war oben. Ich höre hier was. Oh. Tobi, Alter. Ich glaube, die Scavs brüllen alle oben. Ja. Die Scavs brüllen, glaube ich, alle oben. Scav ist tot. Вон он, блядь! Sollte man vielleicht doch einen Schalli kaufen? Okay, hier oben wurde schon ein bisschen was umgelegt. PS. ₹20.000. Das ist über mir. Spieler brauche ich nicht. Deswegen renne ich tatsächlich mal eher die Scav-Spots ab.
Okay, das hier müsste Oli sein, glaube ich. Okay, der Spieler kann mich mal, wer auch immer da von außen auf die Leute hinhält. Was ist hier los? Okay, da unten ist was los. Hinten aber auch. Okay, Idea wäre mir lieber gewesen. So, jetzt kehrt da langsam Ruhe ein. Türe hier ist offen. Ja, er scheint schon komplett gelootet zu sein. Ich glaube, die Tür ist normal auch zu, oder? Oder auch nicht. So, dran denken, Grafikkarte geben auch Punkte. Irgendeiner campt doch ein Exit ab. Railway. Ist jetzt gar nicht mal so schlecht. War hier nicht auch ein Rechner?
Hier war nichts drin. Da sieht man mal, wie oft ich auf Rechner suche. Einer. Wahnsinn. Das ist ja eine Lagune hier. Ja, na klar. Ach, come on. Habe ich gerade einen One-Tap gekriegt oder war es die Granate? Kotzo, hat mich auf jeden Fall mitbekommen. Ein Kill wird nicht rausgehen und den saven? Ich muss den nicht saven. Kotzo, was war denn das jetzt? Ja, ein Kill. Head Eyes, also er hat mich erschossen beim Rausrennen. Ich habe es bloß verzögert mitbekommen. Mit M62 Tracer. Schorle Schokolade. Oh, der Kaffee braucht ein bisschen mehr Milch. Ein bisschen zu. Fuck. Die Frage ist, da vorne ist Idea. Glaube ich. Scheiße. Anderer Spieler vorne. Ich versuche mal von links zu kommen. Okay, hinten sind Scavs gespawnt, nachdem ich da weg bin. Super. Sah aus wie ein Scav. Der Rückstoß war der Ärmer?
Sieht von der Grafik her zehnmal besser aus als DC, finde ich. Ja, gut. Ist aber auch auf einem ganz anderen Stand, ne? So, den haben wir auf jeden Fall richtig gehört. Wir müssen kurz stacken. Die Frage ist jetzt, habe ich den Scaff erledigt oder wer das? Okay, wir trinken mal ein bisschen was. Wie gesagt, wir haben ja an sich nichts, deswegen mal kurz die Gunst nutzen. So, eine Bulb. Ziemlich still hier gerade im Gas Analyzer. Okay, nichts, was von Interesse sein könnte. War hier noch ein Rechner? Nein. Weh.
Bip-bidi-bip-bap. Bam-boom. Okay. Was hat er denn eigentlich geladen? AP63. Er macht auf jeden Fall auch die Quest, ist auf jeden Fall auch ein Streamer. Ja, Props gehen auf jeden Fall raus an. Wo ist er denn? Just Uborgier, wenn du das siehst. Nicht so ungut. Ich hätte auch lieber Scavs gehabt. Hallo, AK Veldro! Herr Lars, herzlich willkommen! Welcome. So, wir könnten hier hinten noch was zu schnabulieren finden. Meine Kiste ist nicht da. Das ist das erste Mal, dass ich die Kiste nicht habe. Gelb ist schon tot. Tasche ist auch nicht da. Kein gutes Zeichen, wenn der hier schon, der ist sogar gelootet. Eine Toss. Er hat noch was zu trinken. Er hat ein Teabag. Teabag! So, sonst wahrscheinlich nichts ordentliches dabei. Squash, doch, gucke. Essen, trinken, nicht vergessen, ohne Mampf kein Kampf. Ich habe hier irgendwo eine Tasche gesehen gerade, nicht da. Ja, eine PM. Das Gewicht kann ich mir, glaube ich... Bahn. Ich bin der Meinung, ich höre hier irgendwas. Orla Titan. Okay, mit Scav sieht's mau aus. Mindestens hier. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen weiter rumrennen müssen. Hier war gerade was. Ich weiß nicht, ob über mir oder vor mir. Was geht ab? Solo Raids? Ja, Titan ist Streamer Challenge.
Da geht nur Solo. Das ist jetzt die nächsten 9 Tage mein Auftrag. Buh, das tut mir leid. Ihr wolltet, dass ich in der Streamer-Challenge teilnehme. Du kleinen Arschmaden, du. Und da ist das nun mal so, da darf ich keine Hilfe von woanders annehmen. Spaß, mich hat keiner gefragt. Ja, dann warst du entweder nicht da, weil du es mal wieder verpasst hast. Weil du keine Prioritäten setzt, weil das Frauchen zu Hause wieder wichtiger war. Was schon schlimm genug ist. Aber spiel eh nicht mit Leuten, die ich nicht mag. Okay, das ist gut. Dann sind wir uns ja einig. Beruht auf Gegenseitigkeit, ne? So, das Ding ist, gucke ich nochmal hoch. Und wenn oben nichts ist, renne ich raus zum Scav Camp. Ich glaube. Links von mir. Rubles. Schon wieder mehr wert als das Ding hier. Die muss ich eh aufstacken. Ja, falls ihr natürlich wissen wollt, was meine Aufgabe heute ist, Ausrufezeichen Tasks in den Chat hauen, dann kommt ihr zu den Aufgaben vom ersten Tag heute. Damit ihr euch nicht wundert, warum ich gerade hauptsächlich Scavs jage. Okay, was Spieler Scav und Scav. Okay, meine Munition sagt mir, ich sollte vielleicht langsam zum Ende kommen für diesen Raid.
Ich glaube, die Spieler sind gerade zum Ausgang gerannt. Also hören tue ich von den Arsch mal nichts mehr, aber... Ist John B. ein Streamer-Item? Ich weiß das gar nicht, ey. Nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Keine Ahnung, ich glaube nicht, ne? Ist das ein Streamer-Item? Okay. Bald bringt kaum was, die Caps bringen an sich kaum was. Die ballern jetzt da die ganze Zeit noch rum. Wo muss ich denn raus? Emma, komm. Ach, nö. Emma, komm, Checkpoint. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich gehe nach hinten weg und dann rechts. Überlege ich gerade, ob gebe ich Hole in Fans. Ich glaube, ich gehe Hole in Fans. Scheiß auf die Armor, oder? Exit Camper soll so schlimm sein aktuell. Ich gehe lieber Hole in Fans, denke ich. Aber gucken wir mal, wie es ist, bis ich da durchgehe.
Puh. Okay. Noch ein Exit Camper oder was? Könnte natürlich auch ein Scav gewesen sein, aber... Ach, was mache ich denn? Hätte ich auch an die Waffe knallen können. Shit. Es tut mir leid für den Dude. So ein bisschen. Aber ich brauche die Punkte. I need the points. Er hat sogar noch einen Blue Laser. Da hinten schießt irgendwer auf irgendwen. Shit. Die Frage ist jetzt nämlich, einfach sonst den ganzen Stuff von dem Dude hier mit? Nee, das ist alles nichts wert, Alter. Das macht keinen Sinn. Okay. Gut, hier wird noch gut geballert. Die ganze Zeit. Kann doch nicht wahr sein, oder? Die sind ernsthaft Exit Camper as fuck.
Ja, Leute, das ist ja nicht normal, oder? Ich meine, ganz ehrlich. Muss ich darüber erst wieder ein Video machen? Mal kommen. Hier ist einer. Scav. Da ist der scheiß Camper da hinten mir tatsächlich hinterhergelaufen. So macht das keinen Spaß, so. Für das in der Ecke sitzen auch Punkte? Du kannst mal schön die Klappe halten. Natürlich kriege ich für das in der Ecke sitzen keine Punkte. Aber ich lasse mich doch nicht von dem da wegsnacken.
So, fürs in der Ecke sitzen kriege ich keine Punkte, das ist richtig. Aber ich will halt den Exit-Campern auch nicht so in die Taschen spielen. Okay, wenn es ein Exit-Camper war. War bloß komisch, dass er genau in der Schusslinie gewartet hat, wo er den Exit mit dem Car und rein theoretisch auch den No-Backpack so ein bisschen im Auge hatte. Und jetzt rennt er mir halt auch noch hinterher. Oder ist er hinterher gerannt? Jeder spielt das Spiel unterschiedlich. Und ich sag mir selbst, bevor ich sterbe und nie wieder aufstehen kann, gehe ich lieber auf Nummer sicher und warte, ob er einen Fehler macht, als dass ich mich in die Scheiße reinstürze. Oder was? Seht ihr das anders? Wie lange brauche ich von hier nach unten? Mit 2 Minuten sollte ich los, wa? Ja. Bei meinen 2 Minuten laufe ich los. Was geht? Alles fit, Acker Veldro. Jetzt erst gelesen, sorry dafür. Alter Schwede, weil Titan das Olla, das hat sie überschnitten. Bei mir ist alles schick soweit, außer die Situation jetzt gerade, hast du schon mitgekriegt. Bei dir auch? Ich hoffe, das ist alles gut. Und sorry, dass ich zu spät geantwortet habe. Er rennt raus, okay. Ich schaff's nicht raus. Ach, was ein Ficker, Alter. Egal. Er hat bis zum Ende da gehockt. Das muss man sich halt mal reinziehen. Ganz ehrlich. Schwache Leistung, Alter. Ja, ich hätte früher losrennen sollen, dann hätte ich den anderen Typen, aber er hat nur auf mich gewartet. Er hat den anderen Typen nicht angeschossen, aber ich glaube, das war ein Scav-Player. Das war mal richtig für den Arsch. So, mal gucken, wo wir starten.
So, wir sind natürlich beim Idea. Das ist ein, an sich eigentlich ganz geil. An sich aber auch wieder nicht. Versuche mal zu blicken, ob jemand reinrennen will. Ich sehe keinen vorbeisprinten, ne. Okay, wir gehen mal außen rum. Vielleicht finden wir ja noch was zu essen. Alter! Die Sounds, die ich eigentlich nicht hören sollte. Ja, die Verzweiflung ist groß. Wegen Hearthstone oder was? Scheiße. Okay, das ist Idea drin. Ich glaube, Idea können wir denn knicken. Ne, da ist ein Spieler. Scheiße. Mit einem Attack-Rucksack. Der hat auf jeden Fall mehr vor. Also nicht so ganz, ob mir das gefallen soll. Ich glaube, ich gehe an der Stelle Scuff Camp und gucke, ob da ein paar Scavs sind. Keine Lust. Wie gesagt, die Spieler sind mir gerade, was das angeht, ein Dorn im Auge. Bringen die halt null Punkte. Also hätten sie wenigstens dann auch noch für PMCs auch noch eine Punktzahl gegeben oder so, wäre das ja vielleicht auch noch ganz cool. Aber wenn die mir halt gar nichts bringen, warum sollte ich mich dann direkt immer in die Fights reinstürzen? Ich hab gar nicht geguckt, den Hideout. Gut, die werden da jetzt ein bisschen aufräumen. Dann hoffe ich, ich habe beim Scav Camp vielleicht gleich ein bisschen Glück.
Ja, ja. Der Scav hat sich aber jetzt richtig oder ziemlich weit hinten positioniert. Wenn das doch der Scav war, der da weiterhin auf mich geschossen hat. Wen schießt denn der jetzt? Oh, Alter, die Kuh runter runtergeschossen. Frage ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wo das Scav ist. Hier war noch irgendwo ein Scav. Da hinten. War der noch weiter hinten? Drink! So, Diablo, ich danke dir für Stay Hydrated. Trinke ich mal eben fix. Prösterchen. Aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hier wieder zurückzugehen. Das hat uns nochmal einige Scavs beschert. Die Frage ist jetzt, ob ich, ob ich jetzt hier weiter loote. Die Scavarinos können halt immer Streamer-Items dabei haben. Das ist halt immer wichtig und richtig. Ist auch ein Stil, Dr. Disrespect hier.
Streamer-Item. So, wir müssen wieder Emma kommen. Oder halt nur Backpack. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich die Exit-Camper hier positionieren. Und ich jetzt mitten in den Kugelhagel reinrenne. Hidden, hidden. Kein hidden. Leerer hidden. Okay, Energy ist fast auf null. Also ich sollte tatsächlich versuchen, entweder was zu essen zu finden oder zum Ausgang zu kommen.
essen, geil. Okay, Lidogele. Ah, so viel Schuss extra Max habe ich nicht mehr. Action SX, da sind 10.000 Rubel wieder mehr wert. Mehrere. Muss näher dran kommen. Na genau. Okay, ich habe ein Problem. Fuck.
Okay, das ist für mich so langsam aber sicher. Der Punkt, an dem ich aufhören sollte. Zur Not muss ich halt mit der Pumpe weitermachen. Aber die haben schön Streamer-Items dabei. Bring die Steam-Items doch lieber raus, geben Punkte. Ja, habe ich vor.
Hä? Wo ist er hin? Das Ding ist, die Dudes hier. Oh nein, die haben den Bug beseitigt. Das Auto ist nicht da. Shit. Habe ich hier noch was drin? Aha! Okay. Ich habe keine Möglichkeit mehr, mit den Knifte Scavs zu erschießen, also... Kriegt natürlich auch immer den Ausgang, der am meisten abgekämpft wird, ne? Na, wir müssen mit Rucksack raus.
Das ist ein Scav. Oben rechts. War kein Scav, war ein Spieler. Kopftuch. Ich hätte nur Backpack-Exit nehmen sollen. Scheiß auf die eine Weste da. Ja, okay, alles klar. Mein OBS ist rechts abgekackt. Meine Fresse. Jetzt sieht er wieder was. Sehr schön. So, da ist das Signal wieder da. Okay, jetzt habe ich natürlich ein bisschen was an Zeit verloren. Naja, fuck. Ah. Okay, wir gucken kurz wieder. Eigentlich will ich nicht zu den Spielern. Aber ich würde halt gerne die Scavs hier wieder mitnehmen. Wenn das nicht Soundbugs sind. Oh, das ist schon mal drin. Idea, da brauche ich jetzt erstmal nicht reingehen. Die Scavs sind erstmal weg. Aber wenn ich Glück habe, waren die anderen Sounds gerade nicht am Scav Point. Doch, hinten wird geschossen. Ich glaube, hier sind Spieler unterwegs hin. Ah ja, Spieler. Das ist halt das Dumme in der ganzen Sache. Ich krieg für PMCs halt 0 Punkte. Deswegen bringt es mir hier nichts, in den Infight zu gehen. Ich will möglichst viele Scavs wir kriegen in der Zeit, in der ich immerhin zum Spielen komme, hier für die Challenge. So, warten wir mal kurz, ob die vielleicht einfach nur reinlaufen, dann snacke ich mir kurz die Scavs weg, wenn ich Glück habe. Wie läuft Tarkov sonst denn für dich heute, Luca? Als Shigi oder was? Oder merkt man die Streamer-Challenge? Interchange müsste ja jetzt die Post abgehen. Mal wieder. Also so viele Leute wie jetzt gerade wieder, oder wie ich heute erlebe, habe ich, glaube ich, auf Interchange sonst selten erlebt. Vor allem außenrum. So, nehmen wir noch einen kräftigen Zug. Und dann schauen wir mal. Also vorhin haben sich die kleinen Bastarde da hinten versteckt. Essen, trinken ist alles schicki. Aber nur 30er Max, da muss ich drauf aufpassen. Das war gerade erste Runde und habe nur ein paar Scavs gekillt und dich. Ja, siehst du. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für eine erste Runde war das doch optimal. Da gönne ich dir den Kill bei mir sogar. Ah, scheiße. Das Dumme ist, hier ist kein Scav mehr am Leben. Ah, der ist tot, scheiße. Mist. Da sind die Spieler hier schon durch. Ich hatte gedacht, hier sind wieder ein paar mehr. Ah, ich guck mal noch ein bisschen weiter nach hinten. Weil theoretisch spawnen ja jetzt noch welche nach. Mal vorsichtig aber mit. Diesmal habe ich kein Glück, was Scavy Boys angeht.
Ich muss meine Sounds echt mal leiser drehen, Junge. Wenn ihr wüsstet, wie laut das für mich ist, ne? Es hört sich an, als würde der die Waffe direkt an meine Schläfe halten und abdrücken. Okay, ich glaube, wir rennen wieder hinten rum. Über Idea, da können wir meistens Scavs holen. Wenn wir Glück haben, sind die ersten durchgerusht, haben die Computerbus leer gemacht. Und dann kann ich mir hoffentlich den Nachspawn abholen. Das Ding ist, ich bin da natürlich nicht der Einzige, der so denkt, war. Ist das... Das ist Ultra. So, Freifläche meiden. Das hätte natürlich nochmal einen ganz anderen Anreiz, wenn mir die PMCs hier Punkte geben würden. Dann würde es sich auch lohnen, voll rein zu rushen am Anfang. Aber so verballerst du ja nur deine Munition, lässt dir die Rüstung komplett runterballern. Und hast am Ende 0 Punkte gekriegt, selbst wenn du 5er-Team wegsnackst. Bringt es dich punktetechnisch nicht einen Schritt nach vorne. Ich habe sowieso nie verstanden, warum sie hier an dem Exit beim Bahnhof nie Scavs positioniert haben. Ich bin der Meinung, früher mal gab es hier tatsächlich Scavs. Ein, zwei, die direkt vorne an den Gleisen standen. Das war aber noch relativ Anfangszeit von Interchange. So, hier schon mal gucken, ob sich wieder ein paar Exit-Camper schon positioniert haben. Ist leider echt schlimm. Ich hasse das tatsächlich. Also Streamer-Challenge, okay. Ich fände es gut, wenn alle irgendwie die Möglichkeit hätten, da mitzumachen. Würde, okay, BSG natürlich auch ein bisschen überfordern. Gerade was die Bereitstellung von den ganzen Accounts angeht. Aber so ist halt das Ding, dass dich alle anderen gefühlt abfacken wollen. Und vor allen Dingen, dass die halt immer wissen, wo die Challenge gerade stattfindet. Also sehen sie eh durch das Stream. Weil die wissen, was du zu tun hast, wo du es zu tun hast. Und können sich dementsprechend sagen, ja Mensch. Da können wir doch mal ein paar Streamer aufmischen oder was. Das ist ja wie Rubbel die Katz, ne? Die kommen ja automatisch zu uns gelaufen. Küsse das Gesicht. Vlado, vielen lieben Dank für deinen Sabarino. Vielen lieben Dank für deinen Support. Weiß ich sehr zu schätzen, danke dir. Schön, dass du mal wieder da bist, Mensch. Auch schon wieder länger nicht gehört, du. Also 2 Wochen ist bestimmt her. Hoffe, dir geht's gut, my friend. Ja, alles gut. Und bei euch? Ja. Soweit ist alles schicki. Soweit ist alles schicki. Danke dir. Bin ein bisschen platt. Krümel braucht auch langsam mal wieder Urlaub. Und die ist jetzt ja auch wieder auf Arbeit die Woche. Auch unschön. Wäre lieber zu Hause geblieben gestern. Aber was willst du machen, ne? Das Wetter ist halt auch kacke. Ne? Zieht immer die Laune ein bisschen runter. Bei Frauen sowieso immer noch mal ein bisschen mehr. Ich versuche schon mein Bestes, um sie aufzuheitern, aber... Die klappt halt nie immer. Forza Horizon Hype, ich sag's dir. Ja, tatsächlich spielen wir relativ viel, also... Bei dem Wetter
dann tatsächlich immer mal ein bisschen Forza. Das ist dann doch schon ganz angenehm. So kann man wenigstens bei dem Scheißwetter auch mal die Zeit drinnen verbringen, ne? Ohne dass man sich zu Tode langweilt. So, ich hoffe, ihr könnt soweit alles erkennen, hier unten im Dunkeln. Ich stelle das ja immer ein bisschen künstlich hoch, damit ihr nicht ganz im Dunkeln tappt. Das Ding ist, hier war am Anfang jetzt relativ viel Geschieße. Vielen lieben Dank, Alex, für deinen Submarino. Schon 6 Monate in Folge, danke dir. Spielst du absichtlich Action SX für den Flash Damage oder weil du nichts anderes hast? Ich habe nichts anderes mehr. Es geht gerade darum, dass ich die Scavs mit einem SMG töten muss. Dann kriege ich halt einen extra Punkt zu dem ganz normalen Kill. Und da ich die gute Munition schon verbraten habe, muss ich jetzt Action SX spielen, weil ich mit der Knarre immer noch besser komme als jetzt bei MP5 zum Beispiel, die Dings zu spielen hier. 6 Punkt, was auch immer. AP, weißt du, was ich meine? Deswegen, also nicht mit Absicht auf Flash Damage tatsächlich. Wie gesagt, Spieler interessieren mich nämlich eigentlich nicht, deswegen ist mir es egal, ob ich jetzt durch Rüstung komme oder nicht. Weil ich dafür keine extra Punkte bekomme. Jo. Hallo Anala, hallo Agani, wie läuft die Streamer-Challenge? Du, außer dass ich bis jetzt noch nicht einmal lebend rausgekommen bin, von den Scavs her, läuft's ganz gut. Das Einzige ist natürlich, dass ich nicht so viel Zeit habe wie manch anderer Streamer, aber das geht bestimmt auch anderen so. Dadurch, dass ich arbeiten muss, deswegen kriege ich das vielleicht am Tag hin effektiv 4 Stunden, die Leute hier mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Aber ich gebe mein Bestes, hier wenigstens ein bisschen was abzuliefern. Verstehe, verstehe, ja. Andere Möglichkeit hätte ich sonst nicht, du. Sag ich dir, wie es ist. Action SX ist immer noch besser als Subsonic. Bin ich zumindest der Meinung, deswegen halt Action SX, bis denn der nächste Reset kommt, dass ich wieder ein bisschen ordentliche Munition kaufen kann. Lass es FMJ SX oder FMJ Dingsbums oder JSP sein. Und sonst, was geht privat bei dir so ab? Wie läuft die Arbeit? Ja, Arbeit läuft. Muss ja. Privat ist uns auch alles schicki. Wird Zeit, dass Winterurlaub wird, du. Sag ich dir, wie es ist. Ah, kein Scavarino mehr hier unten, ey. Shit. Die lassen mir auch nichts übrig, da. Hering, wir könnten mal was essen. -2. -3, wir essen mal sorry. Ich genieße momentan meine letzten Urlaubstage des Jahres. Am Mittwoch geht es wieder ran. Okay. Dann genieß sie mal, sag ich dir. Du Glücklicher. Ah, scheiße. Idea scheint diesmal komplett abgefrühstückt worden zu sein. Hier ist ja nicht mal ein Scav mehr. Ich gucke jetzt nochmal oben nach. Wir haben diesmal wieder nicht Railway. Wir müssen wieder Emma komm raus. Kein Mucks, ey. Falls ihr euch fragt, warum ich loote, Streamer-Items geben beim Rausgehen ja zumindest schon mal nochmal extra Punkte. Und Essen, Trinken, so man es nicht kaufen muss. Ah, an sich ist ruhig, aber...
Na, hier ist ja gar nichts mehr, oder was? Nicht ein Scabby Boy hier? Das ist ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Scabby Boy raus? Doch, er lootet wer? Doch, der ist hier irgendwo. Warum sehe ich den denn nicht? Okay. Hatte ja letzte Woche frei. Irgendwie ist der Urlaub so schnell zu Ende gegangen. Ich habe nichts wirklich gemacht, außer meinen Geburtstag ein bisschen gefeiert. Hatte ja am 31. Oh, alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich, Mensch. Das freut mich ja, aber das ist normal. Urlaub, freie Tage gehen immer schnell vorbei. Das sag ich dir, wie es ist. Da sprichst du mir aus der Seele. Du kannst 5 Monate frei haben, glaub mir. Ersten Tag, wo du frei hast, ist gefühlt schon der letzte. Okay. Scav-Spieler? 100 Pro, oder? Scav-Spieler, sage ich ja. Der links hat mich irritiert. Habt ihr den im Augenwinkel gesehen? Ah, deswegen bin ich rückwärts gegangen, ich Idiot. Ich hätte einfach draufhalten sollen. Scheiße, nur 2 Scavs, Alter. Fuck. Das ist die Ausrüstung schon wieder nicht wert gewesen. Ich frage mich auch, ob das ein bisschen an Tarkov liegt. Weil komischerweise letztes Mal auch genau dann, wenn der Raid beginnt, also... So, jetzt haben wir einen Late-Spawn. Jetzt kann es sein, dass hier vorne mich gleich ein paar Leute überraschen. Aber bis jetzt war es sehr ruhig. Okay, hinten gibt es Fratzengeballer, da vorne auch. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall wieder zugucken. Bestimmt, weil zu viele Zuschauer... Mein Stream ist schüchtern, hier ist nichts schüchtern.
keine Ahnung, was das ist. Vielleicht liegt es auch am neuen Nvidia-Treiber, ich weiß es nicht. Okay, dann lass uns mal los. BB Alex. Warum hat das Scav geschrien? Die Frage ist jetzt, ob das der einzige war. Da hat vorher noch einer geschrien. So als wenn er durch Stacheldraht geht. Aber ich habe nämlich keine Schüsse gehört und das war wieder Audiobug. Was ist drin? Nur ein Scabby Boy hier, oder? Ja, nur ein Scabby Boy hier, scheiße. Das ist nicht gut. Scav Gang wäre gut gewesen hier. Scav Gang. Vielleicht hat er was zu essen dabei. Zu trinken meine ich. Wäre ganz praktisch. Naja, was zu essen. Bevor man gar nichts kriegt, ne? Okay, wir gehen wieder links rum über Idea. Wir spawnen ja komischerweise immer am selben Spot. Ich glaube, wir sind nur ein einziges Mal nicht hier gespawnt. Dann gucken wir jetzt links wieder rum. Idea unten rein. Zu sehen, dass wir da ein paar Scabby Boys bekommen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Scheißausfliege gerade Diablo, die war ekelhaft. Also ich schmeck sie immer noch. Dadurch, dass ich nichts zum Nachtrinken habe. Und das ist nicht angenehm gerade. Ich habe gerade einen Speichelfluss, weil mein Körper keinen Bock hat, das weiter zu schmecken. Ich sag's dir, wie es ist, Alter. So. Ich bin auf jeden Fall tatsächlich gespannt auf die anderen Maps, wenn die kommen. Das wird nochmal richtig cringe. Ich weiß gar nicht, ob Factory auch dabei ist. Und das wird hammerhart.
glaube, da werde ich so viel Kohle lassen. Interchange ist ja jetzt schon schlimm. Wenn dann noch Streets kommt mit den Lags und den ganzen Scheiß, da bin ich sowieso aufgeschmissen. So, bis jetzt hatten wir aber keinen Camper hier am Anfang, also toi toi toi. Hey, was gibt's denn zu lachen? Die Sounds hören sich manchmal so an, als ob jemand hinter mir sich umdreht und mir gleich Wanted verpasst, ne? Sagte Gunny und starb durch einen Headshot. Du, so abwegig ist das nicht. Wie gesagt, dadurch, dass Streamer Challenge ist und jeder weiß, dass wir auf Interchange unterwegs sind, ist natürlich der Andrang hier auf Interchange ziemlich groß. Also, wirklich Leute. Wenn ich hier irgendwann, wirklich, wenn ich hier an einem Herzinfarkt sterbe, oder irgendwann mal flach liege, weil nachdem das passiert ist, bitte, ruft wenigstens einen Krankenwagen, ey. Ich sehe mich hier noch irgendwann in einem Herzinfarkt liegen. Weiß ich, wie es ist. Puh, hab ich mich erschrocken, Alter. Aber der erste von Tobi heute, der war schrecklich. Also der war so gnadenlos und so bodenlos böse. Da hätte ich mich fast eingeschissen. Machen wir, ja, danke schön. Weißt du auch, wo du ihn hinschicken musst? Nee, wa? Müsste Diablo Bescheid sagen. Na, nach Krümel. Genau, nach Krümel hin. Okay, wir hören hier keine Scavs. Alter, hier unten siehst du halt auch nichts, ne? Was zu trinken wäre nice. Diablo, Alter, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Boah. Merkt ihr denn nicht, wie angespannt ich bin? Es war zu verlockend, deine Schuld, wenn du Alerts lässt. Ja, soll ich dann machen? Und ich muss auch noch pinkeln. Da läuft gleich definitiv ein Tropfen runter bei mir.
Ah, hier ist auch ein Scavarino. Oh, guck mal. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob der andere. Ja. So. Das Ding ist, jetzt haben wir hier diese tolle Brille. Die können wir eigentlich auch mal einfach unter den schmeißen hier. So. Wenn wir die aufziehen, dann kriegen wir sie wenigstens wieder, wenn wir sie schon nicht mitnehmen. Wir bringen Spieler nix. Level 48. 58, OP-Killer. Sorry, dude. I was just looting. War das ein Spieler, ja? Oh, lol, da hat nicht. Was? War da ein Spieler? Ja, so. Ah, lol, sah wie, ach so, wie ein Scav aus. Mhm. Ja, im Vorbeirennen erkennst du es nicht immer sofort. Die sind ja nicht alle immer heftig gegiert. Die Frage ist halt bloß, ob ich die DVL halt mitnehmen will. Das ist schon wieder übelst viel. Übelst viel Gewicht. Wir packen die mal raus, dass die Scavs die nicht mitnehmen, dann kriegt er sie wenigstens zurück. Auch wenn die das mit Level 58 wahrscheinlich eh nicht interessiert. Ah, das Gewicht nervt mich tatsächlich ein bisschen an der Knarre. Oh mein Gott. So, Waffe kannst du auch wieder haben. Hier ist irgendwo ein Scav nachgespawnt. Oder über mir. Ich glaube, es war über mir. Ja. Wenn der hier unten noch nicht auf mich schießt. Na, hier oben ist er irgendwo. Блядь, Берцашими! Ja! Also. Nee, komm. Hi, Stefanidis. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, oder? Ganz normaler Scav. Mich einfach weg. Ach, komm.
Ich renne auch nicht nur in einen rein, es steht noch einer links. Junge. So, hängt das Bild wieder? Nö, geht. Diesmal ist er nicht abgestürzt, wie es scheint. Wir warten mal ab. Okay, oh. Diesmal... Oh, guck an. Ist allerdings ein scheiß Spawn für uns. Weil wir ganz vorne und rechts Spieler haben können. Titan, gute Nacht dir. Schön, dass du dabei warst. Ich halte mich... Drink, ich halte mich jetzt hier gleich erstmal bedeckt. Ist hier kein Busch, Alter? Nee, Mann. Danke dir, Titan. Okay, wir haben halt zwei Spawns, oder ich habe hier zwei Spawns, einmal rechts von mir, einmal links. Ich will da jetzt nicht direkt hochrennen und in den Tod rennen vor allen Dingen. Deswegen warte ich hier ganz kurz. Und wie gesagt, Titan, schön, dass du dabei warst. Danke nochmal für Stay Hydrated. Ich glaube, ich nutze auch die Zeit und trinke mal eben schnell einen Schluck. So, Prösterchen, danke dir. Lasse erstmal alle reinlaufen. Und dann hoffe ich, komme ich hier klar. Diablo hört schon wieder nicht zu. Diablo, wie läuft's denn bei Hearthstone? Läuft gut, oder? Ich hasse es. Also wir rennen gleich unten in den Keller. Es geht so. Reinkommen ist schwer. Ist so. Reinkommen ist schwer. Ja, Leute, was sagt er? Gehen wir über Elektrostation? Oder gehen wir unten rein? Haut mal raus, Elektrostation oder unten rein? Was wäre denn besser? Naja, Elektrostation, was Scavs angeht. Aber ich kann genauso gut auf Spieler treffen da vorne. Das ist jetzt so ein bisschen das Mecker. Ich könnte auch gucken, ob jemand schon Strom angemacht hat. Aktuell ist noch kein Strom an.
Immer noch keiner angemacht. Na, wie lief's bisher? Oh, ordentlich auf die Fresse gekriegt, Tobi, sag ich dir. Ordentlich auf die Fresse gekriegt. Lebend rausgekommen bin ich noch nicht einmal. Allerdings, weil hier auch viel Exit-Camper verseucht war. Jetzt die letzten zwei Tote waren ein bisschen dämlich, aber davor... Man kennt es ja. Ach, ich habe ein Mac gedroppt. Scheiße. Tobi. Ja, nee, Diablo. Ich dachte schon, Alter. Junge, warum? Warum? Mein armes Herz. Hey, falsche Anschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Mein erstes Mac, wo habe ich denn das gedroppt? Scheiße, Mann. Ist hier irgendwo? Ne. Ja, nur zwei Max ist halt scheiße. Ja, der erste Scuffkill war ein bisschen auf der freien Pläne, das ist das Problem. Der erste Scav ist da vorne gestorben. Das heißt, es müsste hier vorne irgendwo auf der Straße liegen. Aber liegt's nicht. Ich denke, ich renne auch weiter Richtung Idea und versuche einfach noch ein paar Scavs zu kriegen.
ein bisschen weiter, aber halt eben auch auf einer Fläche, ja, das ist halt das Problem. Ja, ganz traurige Geschichte. Das Mac, das war toll. Das ist okay, dann rennen wir mal weiter. Kommt davon, wenn man Rig sparen will. Ich habe das ja nicht gekauft. Ich habe erstmal wieder das verwendet, was ich habe. Ich habe da vorher gute Rigs angezogen. Blackrock und so weiter. Also von daher alles gut. Aber dann habe ich durch ein paar Quests abgeschlossen habe nebenher. Dadurch habe ich dann 3 so eine TV-110 gekriegt. Und warum sollte ich die denn nicht verwenden, wenn ich sie habe, weißt du? Da kommt dann wieder der innere Monk in mir vor und sagt sie, ey, wenn den Cent nicht er, das ist dem Euro nicht wert, was auch immer, irgendwie so geht das doch. Sehr scheiße ruhig gerade. Okay. Und dass sie angesprintet kommen? Den einen auf jeden Fall, den zweiten habe ich nicht mitgerechnet. So, ich hoffe, einer von den beiden hat was zu mampfen dabei.
Ja, wie alle angerannt kommen, was sagst du? Was hatte er an? Selbe. Zu essen wäre von irgendeinem noch geil. Gönnt mir keine ruhige Minute. Ich bin es doch gar nicht, sondern Diablo. Alle. Okay, denn Diablos. Sorry. Wäre hier nicht den falschen beschuldigen, ne? So, warte mal, das gibt mir 35 Energy. 35 Energy, damit bin ich dann auf 55. Das heißt, wir essen mal 40. So. Okay, Essen, Trinken passt wieder. Das Ding ist bloß, munitionstechnisch ist nicht so doll. Ich glaube, 45er ACP zu finden dürfte etwas schwierig werden. Ich hoffe, ihr könnt auch noch ein bisschen was sehen, auch wenn es jetzt dunkel wird. Oder die nehmen oder eine AKSU, wenn sie noch dabei hätten, wäre auch noch okay.
Hätte ich wenigstens genug. Noch ein bisschen Ammo. So, ich würde gerne wissen, ob hier oben jetzt natürlich auch noch wer ist. Unscary Boys, so viel Munition haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt zur Not jetzt noch eine Pumpe. Ganz zur Not. Okay, da hinten ist ein Scav. Frage ist, wo war das? Wo hat der Scav gequatscht? Ich höre nicht mehr. Ich glaube, wir sollten einfach rausgehen. Nee, keine Ahnung.
wenn ich umfällt. Ja, ich bin so gut wie leer. Ich will jetzt mal gucken, vielleicht haben sie noch ein Streamer-Item dabei. Nö, lassen wir. Dann hauen wir halt ab. Schade, wären nochmal gute Scavs gewesen, ey. Nochmal zwei Stück. Ich hab ne Malfunction. Glaub es nicht. Uhuhu, wir sind rausgekommen. Der erste Raid heute. Der erste Raid, an dem wir rausgekommen sind, Leute. Alter Schwede. Okay, das waren 13 Scavs.
alle mit der Vektor. Dürfte ein bisschen Punkte gegeben haben. Immerhin. Ein bisschen Watt. Ne, Kleinvieh macht auch Mist, sag mal so schön.